Hallo und willkommen zum Let's Play von Loom. Please choose your skill level. Ja, wir choosen ja unser Skill Level. Loom, eine ewige Baustelle. Habe ich ewig von mir hingeschoben, von mir hergeschoben. Jetzt machen wir es endlich mal. Please choose your skill level. Meine Fresse, komm Standard hier, halt die Klappe. Welcome to the age of the great guilds. Signa, it is the dawn of your 17th year. The elders await you in the sanctuary. I've never known them to weave such a bright messenger nymph. I wonder why the elders want to see me. I'd better get down to the village. Ja. Press F9 to toggle text on screen on if. F9. Ha, 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 ha. Okay. Gibt's kein Menü? Ach, F5. Okay. Play. Nein, um Gottes Willen. F8 ist auch nicht. So, F9. The text will appear on the screen. Okay. Ja. Ich dachte, es wäre Deutsch. So kann man sich irren. Also wird es ein deutsch-englisches Let's Play. Schade eigentlich, aber naja, jetzt ist das halt so. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Guck mal hier. Kommen wir da rein. Das ist übrigens eins der ersten LucasArts-Spiele, wo sie sich noch nicht auf Scum und ähnliches so richtig festgenagelt haben. Also, Manic Manson, ja, kennen wir ja, ist glaube ich von 89. Da wurde es ja eingeführt, das Scum, also mit den Verben unten und so weiter. Hier wollten sie mal was Neues probieren und haben das über Musik gelöst. Und man sieht hier, es ist noch nicht alles animiert, aber immerhin. Gold. Don't these people ever clean up after themselves? Darkness. Wonderful. I can't see a thing. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Aha. Flask. It's still dripping. What a mess.
Ein Buch. Vielleicht mal reinschmulen. That's the Book of Patterns. I already know what's in it. Hast du also schon gelesen? Wie schön. Und ja, das Bild wird mir hier in Full HD angezeigt, auch wenn es etwas sehr, naja, sagen wir mal, pixelig dargestellt wird. So mehr gibt's hier nicht. Haben wir hier hinten was? Nein. Ach so, warte mal, ich habe glaube ich noch was vergessen. Wo sind wir denn hergekommen? Hier schon mal nicht. Achso, falls ihr euch jetzt fragt, warum, wieso, weshalb ich jetzt hier so einigermaßen gut zurechtkomme. Und zwar, ich habe das Let's Play dazu vor Ewigkeiten mal beim guten Erik geguckt, also bei Gronkh. Und habe mir dazu Notizen gemacht, weil ich mag keine Blind Let's Plays in dem Sinne. Wo, also eins angucken, ja gut, meinetwegen, wenn es nicht anders geht, aber eins selber machen, definitiv nicht und schon gar nicht bei Loom, weil da bist du nur am Rumraten und weißt nicht so richtig, was du machen sollst. So, und hier ist nämlich ein Blatt, das müssen wir noch anklicken. Ein Blatt. The Last Leaf of Autumn. Jetzt können wir weg. So, deswegen, ich mache mir dann immer, also entweder spiele ich ein Spiel vor und mache mir dann Notizen. Oder ich gucke ein Let's Play dazu und mache mir Notizen. Aber ich werde hier garantiert nicht blind ein Let's Play, insbesondere, also so ein Spiel hier, was so richtig knifflig ist, spielen. Weil, nee. Da beißt ihr vor Wut in die Tischkante, weil ich mich zu blöd anstelle. Deswegen, das lassen wir mal. Deswegen werden wir hier auch relativ gut durchkommen. Es ist ein sehr geräumiges Zelt. Eigentlich dachte ich, es gibt hier Musik. There's Hetchel. And the elders don't look at all pleased with her. You have heard the findings of this council, Dame Hetchel? Have you anything to say in your own defense? My elders. My actions speak for themselves. This reckless defiance is intolerable. Any secret you share with Signa's son might be turned against us. His talent is awakening, and the power is very strong in him. We dare not desert him now. Stubborn old fool! Who are you to decide such things? Enough, Lachesis! Hetchel, I am grieved to see your many years of service end in such disgrace. My destiny is yours to weave. Hetchel, the fabric of your life has been woven by your own choices. Gaze once more upon the great loom, if you would know your ultimate destiny. F-
for that destiny is now upon you. A swan's egg. What does it mean? Something is deeply wrong. That draft has never failed before. What is that noise? Outside! The guild is under attack! Who dares to desecrate the great loom of the weavers? This is the work of that demon boy! We should kill him while we still can! Your name will be cursed forever! Son of Signa! Loom Child! Bobbin Thread! My name? But I had nothing to do with this! Wait! Where are you going? No explanations. No goodbyes. And once again, I'm left behind. Es ist übrigens ein schönes britisches Englisch hier und kein amerikanisches genuscheltes Englisch. Das macht's deutlich angenehmer. So, wir können uns dieses Ei hier, glaube ich, nehmen. Egg, it's trying to open. Dann nehmen wir mal den Stab uns hier. It's heavier than it looks. Genau. So, und hier funktionieren alle Verben mit Tönen. Also öffnen, nimm, das heißt nimm, nimm ich nicht, aber ziehe, schließe, benutze, das sind hier alles Töne. Und die ändern sich von Spiel zu Spiel. Und nur einige wenige, genau genommen zwei Stück, die bleiben tatsächlich gleich. Und man muss gucken hier, wenn man jetzt das Ei anklickt, dann wird man hier sehen, welche man zum, also it tries to open, öffnen. Dann sieht man gleich, was man hier für Töne machen muss, damit es sich öffnet. Egg, it's trying to open. Ja, es war hier geklingelt, E, dann hat's hier geblinkt, C, dann hat's hier wieder geblinkt, E, dann hat's hier geblinkt, D. Und das kann man jetzt tatsächlich benutzen. E, C, E, D. There's my boy. What's happening? The whole village has flown away without us. From the moment you came into this world, Bobbin, great and terrible things have been happening. The elders hoped that your birth was the cause of it. Why would the elders want to get rid of me? I'm such an awful weaver that they never even let me study with the others. They fear you, Bobbin. When the swan arrived, they were already trying to weave the same draft on you that they had worked on me. But the draft turned against them. It means only one thing, that the pattern is failing of its own accord. No! Can't it be stopped? Stop chaos? The only thing to do is embrace it and turn ourselves into creatures of shadow. Or plan our escape. Escape? To where? I don't know. But if we are to survive, we must find out where that flock has flown and join them if we can. You've already found Atropos's distaff. Good. You won't be able to weave very much with it at first, but as you practice, its true power will be revealed to you. It's time to leave this island, Loom Child. Your destiny lies beyond the sunset, across the sea. Mother Hetchel, where are you going? Goodbye, Bobbin. I must follow the swans. Well, this is a fine mess. Everybody's gone and I still don't understand what's going on. Why did they keep calling me Loom Child?
Nobody's ever let me anywhere near a loom. Tja, die können wir, glaube ich, nochmal anklicken. C, F, G, C. Those are the same four threads spun by the elders. Was war das? They're still echoing in the loom. C, F, G, C war das, ja? Genau. So. Das ist ein Spruch, den brauchen wir später nochmal. Das sind die einzigen beiden, also öffnen und der Spruch jetzt hier, der nennt sich Transzendenz. Ja, das sind die einzigen beiden, die immer gleich sind, ansonsten ändern die sich. Das heißt, man muss dann immer gucken. So, jetzt können wir hier auch wieder raus. Mehr ist hier nicht. Nee, das ist bloß aufgemalt auf die Wand. Da ist nix, Tatsache. Okay, jetzt gehen wir wieder. Und den einen Spruch, den wir vorhin da, also von dem tropfenden Glas gehört haben, den brauchen wir auch nochmal. Deswegen war jetzt die Reihenfolge so ein bisschen Quark. Aber so sind sie, die Notizen. Nicht immer so, dass man selbst nach Jahren sie gut versteht. Nee, das war das falsche Zelt. Doch, nein. Genau, so, und jetzt gucken wir mal. It's still dripping, what a mess. G, F, F, E. Wollen wir mal gucken hier. GFFE. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das färben oder leeren bzw. füllen ist. Aber ich vermute mal, es wird füllen bzw. leeren sein, weil das Ding ja umgekippt ist. So, jetzt haben wir hier trotzdem nochmal das Buch. Oder auch nicht. Nanu, konnte man sich das nicht einsacken? Na gut, dann gucken wir uns mal den Kessel an. Grass green. I hate that color. So, C, D, C, D. Das war färben. Das brauchen wir. Und jetzt klicken wir den Stoff an und machen das mal. C, D, C, D. I don't think I spun that right. Wisst ihr, habe ich es falsch schon aufgeschrieben? C, D, C, Grass green. I hate that color. Ach so, das färbt sich dann zu grün. Ja, das ist natürlich klar. Hier. Yeah.
color changed. Genau, und das gleiche machen wir hier hinten auch nochmal. Ugh, green again. Okay, so. Das heißt, wir haben jetzt Färben in Grün und Leeren. Das war dieses GFFE. Mehr können wir jetzt hier nicht machen. Ich dachte, dass wir das Buch hier uns noch einsacken können. Man hat gesagt, dass er schon alles da drin gelesen hat, dass da quasi nichts Neues steht, aber... Na gut. Nee. Hier oben gehen wir jetzt mal zum Friedhof, da wo wir gerade waren. So, was bist du denn? Eine Eule. Kann man nicht grün färben? I can't even get owls to respond to my drafts. Haha. Thorns, Dornen. Ouch. So geht das. Destiny shall draw the lightning down from heaven, roll its thunder far across the sea, to where I wait upon the shore of wonder, on the day the sky is opened and the tree is split asunder. Okay. The day the sky is opened. So, und in diesem Bildschirm haben wir hier verschiedene Löcher, die wir uns angucken können. Oder auch nicht. Menschenskinder. Ja. Hole. There's an owl in there. See, mhm. Another owl. CD. Didn't know there were so many owls in these woods. All the holes are full now.
CDDC. So, CDDC, das macht Licht. Und deswegen mussten wir die eine Eule da erst hier rüberscheuchen, damit quasi jedes Loch gefüllt ist. Das klingt falsch, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jetzt können wir weiter runter. Beziehungsweise wir können erstmal an der Stelle das Video beenden. Und wie es da weitergeht, gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.